Wir haben vorhin über die Authentifizierung gesprochen. Jetzt haben wir noch zwei weitere Aspekte. Das ist die Vertraulichkeit und die Kontrollierbarkeit im Sinne der Integrität, also ob die Nachricht nicht manipuliert wurde. Wir erinnern uns an vorher, wo wir über Hash-Funktionen gesprochen haben, die wir dazu nutzen können, um festzustellen, ob eine Information, Dokument manipuliert wurde. Und das ist genau das, wo wir dann jetzt die Nachrichtenintegrität prüfen können. Was die Vertraulichkeit betrifft, haben wir schon sehr ausführlich gesprochen über symmetrische und asymmetrische Kryptographie, haben diskutiert, wie denn symmetrische Kryptographie verwendet werden kann, um vertraulich zu kommunizieren, ohne dass es vorher ein geteiltes Geheimnis gibt, haben aber auch gesagt, grundsätzlich ist es sinnvoll, die asymmetrische Kryptographie nur während dem Verbindungsaufbau zu nutzen, weil sie sehr zeitaufwendig, sehr rechenaufwendig ist und in diesem Verbindungsaufbau dann ein geteiltes Geheimnis zu vereinbaren, einen sogenannten Sitzungsschlüssel, der nur für eine bestimmte eben Sitzung einen Kommunikationsverlauf verwendet wird zur symmetrischen Kryptographie. Wir kommen dann nochmal ganz kurz nochmal drauf. Wichtiger oder interessanter, weil noch nicht diskutiert, ist jetzt die Nachrichtenintegrität. Die Nachrichtenintegrität stellen wir sicher mit sogenannten digitalen Signaturen. Wenn wir da auf diese Grafik schauen, dann haben wir wieder einen Kommunikationsverlauf zwischen Alice und Bob und die beiden besitzen wiederum Schlüsselpaare, das heißt öffentliche und private Schlüssel. Alice hat also einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel von Alice, den kennt der Bob. Also das ist das, was das Plus hier bedeutet, ist der öffentliche. Das Minus ist der private Schlüssel von Alice. Umgekehrt kennt die Alice natürlich den öffentlichen Schlüssel von Bob. Und Bob besitzt hoffentlich ausschließlich eher seinen privaten Schlüssel, um die Kommunikation wieder entschlüsseln zu können. Was also, und das haben wir vorher schon mal diskutiert, passieren würde, um vertraulich zu kommunizieren, ist, dass Alice eine Nachricht mit dem öffentlichen Schlüssel von Bob verschlüsseln würde, und Bob kann es mit dem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln. Damit haben wir die Vertraulichkeit hergestellt. Jetzt ist die Frage, was ist eine digitale Signatur? Die digitale Signatur, die dient eben dazu, festzustellen, ob die Nachricht tatsächlich von dem Sender kommt, von dem wir sie erwarten. Wenn asymmetrische Kryptographie funktioniert, und davon können wir nach wie vor ausgehen, dann können wir diesen gleichen Mechanismus, den wir zum Verschlüsseln verwenden, auch zur Prüfung der Identität nutzen, indem wir diesen asymmetrischen Kryptographie-Mechanismus umdrehen. Heißt, die Nachricht wird, bevor sie übertragen wird, mit dem privaten Schlüssel von Alice verschlüsselt. Und das nennt man eine digitale Signatur. Das ist jetzt aus Vertraulichkeitsperspektive relativ sinnlos, weil ja jeder den öffentlichen Schlüssel von Alice kennt, der steht ja irgendwo öffentlich bereit. Das heißt, die Nachricht ist zwar jetzt mit dem privaten Schlüssel von Alice verschlüsselt, es könnte aber jeder wieder entschlüsseln. Der Knackpunkt ist aber, damit diese Entschlüsselung mit dem öffentlichen Schlüssel von Alice gelingt, musste die Nachricht mit dem privaten Schlüssel von Alice verschlüsselt worden sein. Und nachdem nur Alice diesen privaten Schlüssel kennt, können wir davon ausgehen, dass die Nachricht auch tatsächlich von Alice stammt. Also wir haben hier eine Identitätsprüfung eingebaut. Das heißt, wir machen einen zweischrittigen Prozess, um da wirklich jetzt nicht nur vertraulich, sondern auch identitätsprüfend kommunizieren zu können. Zuerst, wir nehmen unsere Nachricht her, zuerst verschlüsseln wir sie mit unserem eigenen privaten Schlüssel, dann mit dem öffentlichen Schlüssel des Kommunikationspartners, sodass dann in umgekehrter Reihenfolge der Kommunikationspartner die Nachricht grundsätzlich einmal mit dem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln kann. Das heißt, niemand anderer kann die Nachricht entschlüsseln. Und der Kommunikationspartner kann dann mit unserem eigenen öffentlichen Schlüssel noch prüfen, ob die Nachricht tatsächlich von uns stammt, weil die Entschlüsselung nur dann funktioniert, wenn vorher der private Schlüssel von uns, in diesem Fall also von Alice, eingesetzt wurde. So,
Das ist einmal die grundsätzliche Funktionsweise. Was wir jetzt noch nicht haben, ist, wir haben noch nicht geprüft, ob die Nachricht nicht verändert wurde am Transportweg. Und dazu kommen jetzt noch die Hash-Algorithmen ins Spiel. Wir nehmen also bei der Signatur wieder Alice und Bob zur Hand. Alice hat die Nachricht, die sie übertragen möchte. Die kann wiederum, in diesem Fall wird sie nicht verschlüsselt, wird hier im Klartext übertragen. Man könnte das kombinieren und diese Nachricht natürlich mit dem öffentlichen Schlüssel von Bob verschlüsseln. Dann hätte man auch gleich vertrauliche Kommunikation hergestellt. Zur Integritätsprüfung an sich ist es aber nicht notwendig, die Nachricht zu verschlüsseln. Was verschlüsselt wird, ist der Hash. Das heißt, Alice stellt einen Hash mit der Hash-Funktion, einen Hash dieser Nachricht her und signiert den mit ihrem privaten Schlüssel. Also nutzt diesen Mechanismus, den wir vorher gerade verwendet hatten, um die gesamte Nachricht zu signieren. Jetzt signiert sie nur noch die Hash-Funktion und überträgt diese Hash-Funktion. Jetzt kann die Hash-Funktion mit dem öffentlichen Schlüssel, oder kann dieser Hash-Wert, so muss man sagen, dieser Hash-Wert mit dem öffentlichen Schlüssel von Alice wieder entschlüsselt werden. Und wenn die Hash-Funktion der empfangenen Nachricht, also der Hash-Wert der empfangenen Nachricht, mit dem signierten Hash-Wert von Alice übereinstimmt, dann, das ist dieser Vergleichsprozess, sind wir sicher, dass die Nachricht, die hier weggeschickt wurde, die gleiche Nachricht ist, die hier wieder angekommen ist. Denn wenn hier etwas verändert worden wäre, M' zum Beispiel, dann wird die Hash-Funktion einen anderen Wert ergeben wie jener, der weggeschickt wurde. Jetzt wäre es natürlich grundsätzlich möglich, auch den Hash-Wert am Übertragungsweg zu manipulieren und den passend zu M' zu machen. Das funktioniert aber nicht, weil wir ja die Signatur hatten, also den privaten Schlüssel von Alice, mit dem die Hash-Funktion abgesichert ist. Das heißt, nur wenn sich der Hash-Wert mit dem öffentlichen Schlüssel von Alice wieder entschlüsseln lässt, sind wir sicher, dass der Hash-Wert unmanipuliert übertragen wurde und wir können dann in diesen Vergleich reingehen. Und wenn die Hash-Werte gleich sind, dann sind wir sicher, dass die Nachricht nicht manipuliert wurde. Soweit die Vertraulichkeits- und Integritätsprüfung oder Sicherstellung der Vertraulichkeit und Integrität einer Nachricht. Ich habe vorher schon einmal erwähnt, die Geschichte mit den Sitzungsschlüsseln, das ist hier auch nochmal kurz abgehandelt. Nur mal zur Wiederholung, alles was wir mit asymmetrischer Kryptographie machen können, ist vorteilhaft im Verbindungsaufbau, wenn wir Kommunikationspartner haben, die sich vorher noch nie getroffen haben und kein gemeinsames geteiltes Geheimnis haben. Allerdings ist die asymmetrische Kryptographie relativ rechenaufwendig und damit ineffizient im Vergleich zur symmetrischen Kryptographie. Deswegen versucht man so rasch wie möglich wieder auf ein symmetrisches Verfahren zurückzufallen. Bei dem symmetrischen Verfahren ist ja das Problem, dass beide Kommunikationspartner Alice und Bob oder A und B vorab ein geteiltes Geheimnis haben müssen, bevor sie symmetrisch kommunizieren können. Ansonsten, wenn das vorhanden ist, sind symmetrische Verfahren nach wie vor hochsicher. Also gibt es auch standardisierte Verfahren, die eingesetzt werden und die können, wenn der Schlüssel geheim ist und entsprechende Länge aufweist, auch nicht mit vertretbarem Aufwand angegriffen werden. Das heißt, das Problem ist, wie kommen die beiden zu einem geteilten Schlüssel? Dazu wird eben im Verbindungsaufbau asymmetrische Kryptographie verwendet. Da wird die Authentizität geprüft, da wird geprüft die Integrität der Nachricht und es wird geprüft, ob die Kommunikationspartner auch tatsächlich die sind, die sie vorgeben zu sein. Und in diesem Zuge werden Sitzungsschlüssel ausgetauscht. Ein Sitzungsschlüssel ist also ein symmetrischer ein Schlüssel für symmetrische Verschlüsselung, der von einer Seite in diesem Kommunikationsvorgang einfach mal festgelegt wird, dann der anderen Seite über asymmetrische Kryptographie gesichert übermittelt wird und sobald beide Seiten diesen Schlüssel kennen, können sie dann auf symmetrische Kryptographie
umschalten. Der weitere Vorteil ist, dass symmetrische Kryptographie umso besser angreifbar ist, je öfter der Schlüssel verwendet wird, also für je mehr Nachrichten der verwendet wird. Das Problem geht man hier so an, indem man diesen symmetrischen Schlüssel, den man da vereinbart hat, nur für diesen einen Kommunikationsvorgang, also für diese eine Sitzung, darum heißt das so, für diese eine Sitzung verwendet und dann wieder verwirft und für die nächste Kommunikation zwischen beiden Kommunikationspartnern wieder einen neuen Schlüssel vereinbart.